Hi, Captain, mein Captain. Na Leute, alles klar bei euch? Beautiful. So, ich wechsle schon mal die Cam. Mal gucken wir mal, was hier abgeht. Shores of Gold, genau. Oh. Du blöder Chief. Ey, was? Du bist ganz schön Chief. Eigentlich wieder so laut. Ist laut. Er hat das Mikrofon eingeatmet. Maverick übertönt wieder alle. Tja. Warum? Ganz schön übertönen. Boah, wir sind auf einem. Das wird lustig. Wir sind auf einem sehr lustigen Server gelandet. Gelandet. Mhm. Naja, aber wir machen ja eh nur Story, ja. Also. Ich wollte es gerade sagen, ja. So laut bin ich ja doch gar nicht. Man, lauter jetzt als haben alle wir, anderen. Jetzt müssen wir aufpassen, wir müssen das Gewicht verteilen. Willst du mir irgendwas sagen? Wieso ist die in der Schale so klein? Oh ja. Ganz, ganz schöner Brocken. Ja. Jäger des Hungernden. Ja, also bei der Große kein Wunder. Zieh. Jetzt habe ich ihn geschnallt. Ja. So, müssen wir gucken. Ja. Wo müssen wir hin? Wo sind die Alte? Die alte Hexe. Ah. Die alte ist am Strand. Jetzt habe ich ihn kapiert, aber... Hier oben bei der Muschel abstimmen, nicht das untere schon wieder. Ja, stimmt. Warte, ich versuche die Muschel zu treffen, aber oh, es schwankt hier alles. Ich laufe halt. Oh Gott. Da lang. Geht in Deckung, bevor er grün speit, der grüne Drache hier. Ach, da ist er. Muschel. Na, ist er schon. Ich habe ein neues Schwert. Mhm. Ongarde. Ja, Ongarde. Mit Ketchup. Oh, ein rotes. Ein Lichtschwert. Ja, hat mich 1500 Dublonen gekostet. Oh. Ja, Sesam Raiden, oder? Ja, wie beim letzten Mal. Das dauert jetzt wieder ewig, bis er lädt. Ja, nee. Kommt man näher ran hier. Mit seiner Hochlandkompressor. Ah, jetzt. Die versunkene Pearl. Perle. Again we meet. And now you understand the truth. Ja, taucht wieder am Angeln. Because of the treasure he stole. Vorher noch den Hochlandkompressor vorne gehabt und jetzt angeln. Hey. Toffel hat es auch schon gespielt. Ich glaube auch. Erkenne ich am Schwert. Wo guckst du ihm hin? Sensieren bitte. Weil für den Abschluss kriegt man das Schwert, was er hat. Ah, okay. Nehme ich gerade so, wenn ihr spielt. Ich habe eine Taschengrabbe. Ich auch. zumindest riecht es so da unten. Oh Gott. So, hör mal ein Kilo Lachs dabei. Ja, genau. Es riecht wie eine Scheißhaustür auf dem Fischkutter. Oh, hey. Der starken Seegang. Genau. Ja, dann hört mal zu und ich mal mal das Schiff an. Schön weiß. Achso, muss man dazu hören. Ihr könnt zuhören. Ich bin noch dabei, Lautstärken zu regeln. So, Randall geht ja trotzdem. Ich hab vergessen zuzuhören, ich hab's irgendwie auf die Fregatte geachtet. Ja, ich gucke auch auf die Fregatte. Mit ihrer komischen Mütze. Die alte Fregatte.
Ihr schaut out hier da, Mann. Hat die gerade in die Luftkerze gespuckt? Ich glaube auch. Oh nee, Kokain. Hui! Koka. Sehr viel. This journey is a treacherous one. The seas have many secrets. Naja, solange sie tückisch ist und nicht türkisch, geht's ja noch. Was? Oh, auch nicht schlimm. Nee, dann geht die Welt komplett unter. Dann ist die Welt im Untergang geweiht. Genauso, wenn wir das Gewicht verlagern. Tja. Alle laufen weg. Ich komme mal mit. Oder muss einer bei ihr bleiben? Nee. Nö. Komm bei Fuß. Ich geh vorbei. Ah, scheiße. Kann ich... Aha. Oh, ich hab's auch nicht geschafft. Verdammt. Also leider. Zum Sprengen seid ihr nicht geeignet, ne? Nee. Aber mit den dicken Lachen, weißt du? Ah, mit F. Ich kann springen, also. Ich hab die passenden Stiefel dazu nicht dabei. Du hast das italienische Bauwerk dabei. Beton. Ja, genau. Keine Springerstiefel. Nein, Betonstiefel. Betonstiefel, ja, genau. Sleep with the fishes. Quasi. Oh, was Betonk? Spürst du den Wind? Wie viele Taschen hat dieses kleine Ding, diese Nussschale? Oh, ein Affe, cool. Ja. Ich weiß zwar, dass ihr da oben seid. Einen wunderschönen guten Mittag, Nachmittag. Äffchen? Alles gut? Hallo Äffchen. Oh ja, nehmen. Cool. Ich könnte schon mal den Anker hochmachen. Oh geil. Kann ich den essen? Nein, aber du kannst ihn wegschießen. Ehrlich? In eine Kanone? Ja. Oh, cool. Tafel und ich lichten mal den Anker. Ja, genau. Los, Junge, dreh schnell auf. Ach, ich muss mal Gewichtsverlagerung machen. Das ist doch schön. Oh, nee. Weiß nicht, ob die Story von schon mitgekriegt hast. Mein Auto ist kaputt. Nein, kann ich auch da hinsetzen. Wird nicht gesessen. Ne, den Affen habe ich da hingesetzt. Was für ein Affen? Das kann schön affig. Ja. Wo spielt er sich gerade dran rum? Muss ich das zensieren? Oh, weggesagt. Ja. Musst du. Ja, Mia. Ja. Dumm gelaufen. Hey. Michel. Hier? Hey, guck mal. Michel. Ich hab auch einen. Ah, den Affen. Oh. Ich hab einen anderen. Meiner ist gerade weggeflogen. Mr. Ja, Puddles. In schönen bunten Farben. Huch, das ist er wieder. Kapu. Ah, okay. Cool, dann ist er wenigstens nicht weg. Hier ist meiner. Ganz schön affig hier. Ja. Jetzt sitzen hier drei Affen. Oh Leute, die können auch sein, das sind vier Affen. Ja, genau. Und falls denn rechts drei ist, ich weiß gar nicht wieso. Ich glaube, Toppel zählt nicht mehr als Affe. Ja, doch. Du weißt schon, ne? Affen gehen bis zum Gorilla. Ja, genau. Silberrücken. Ja, das wärst eher du. Du bist ja der älteste Rudel. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Da sind schon silberne Haare. Oh, das wird jetzt eine sehr lange Fahrt. Wenn du den Steuermann ärgern willst, kommst du da ab und schießt in den Felsen rein. Yo ho, yo ho, Piraten haben's gut. Ja, cooles Lied. Ah, ich will das Lied hören. Neben der Kappen. Oh, renn da weg. Renn da weg mit seinem Ghetto Blaster. Die Würde vom König entführt. Auch anderer Titel. Am Ende sieht er.
Oh. Der Harz verbraucht, der Harz. Mal gucken, was Toffel für ein Musikstück hat. Ja, könnte Maeve mal weg vom Steuer gehen, weil er weiß nicht wohin. Ich wollte nur helfen. Du weißt auch noch nicht mal, wohin wir fahren. Cool. Das ist das. Voll ab. Ja, stimmt. Michel, das ist der ja? Free Candy Schiff. Free Candy Schiff? Was? Das heißt, da können auch kleine Kinder drauf. Jo. Free Candy. Michel, komm mal ganz runter. Komm. Ich hoffe, die Fenster sind verdunkelt. Ja, nee, hier gibt's was Besseres. Hier. Die Außenhinschulungszelle. Ja. Ja, das beim anderen auch gehabt, das weiß ich noch. Da war oben sogar noch ein Gitter, ne? Dass man reingucken konnte. Ja. Gibt's hier nicht, also hier kommt niemand weg. Da hat man seine Ruhe. Ja. Da kann man immerhin schön pennen drinnen. Ja, zieht vielleicht ein bisschen, aber. Dann man kann dich ja da mal reinsetzen. Man kann sich ja umdrehen, dann drückt's. Wer, was mich? Nein. Das zieht dir voll die Schuhe aus. Toffel kann man da nicht reinsetzen, sonst gehen wir unter. Ach, ja. Der läuft obwohl die ganze Hütte durch. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung geht. Ne? Dann ist überlegen. Ah, das war. Das ganze Schiff in der Mitte durch. Oh, wie war noch? Ah ja, cool. Ah ja, okay. Okay. Und mit X versorgen. Michel. Mit X, okay. Michel, Alter 4, um den Tab zu öffnen. Das zieht bei mir leider nicht. Ich habe schon Alter 4 benutzt, da habt ihr euch noch im Säckchen rumtragen lassen. Genau. Was, im Säckchen? Im Säckchen? Wieso im Sarg? Im Säckchen, ich habe im Säckchen verstanden. Da wart ihr noch kleine Kaulquappen und wart bei Papa im Säckchen. Ich ja. Alle. Wieso, so jung ist Toffel auch nicht mehr, oder ist er... Doch. Oder wie alt bist du, Toffel? Das geht dich auch nicht an. Okay. Ja. Dann geht's mich halt nichts an. Also wenn du kombinieren kannst, da kommst du selber drauf, wie alt ich bin. Stimmt. Es ist offensichtlich tatsächlich. Alter, was ist denn hier für eine Schieflage durch mich dreht? Das ist ja Wahnsinn. Aber echt, also oben auf dem Mast. Jetzt hab ich's geschnappt. Perfekt von der Kante gehen. Ja, ey, ich muss jetzt Mr. Bubbles hier also wegschießen. Der putzt sich wieder am Arsch rum. Nicht Mr. Bubbles. Doch. Genau mir. Toffel ist sehr jung. Michel, willst du den wegschießen? Oh ja. Hast du schon geladen? Oh ja. Ja. Okay, wir schießen ihn hin. Ja. Komm, auf die Insel. Feuer. Warum? Fire in the hole. Macht er nicht. Warum schießt er nicht? Weil er weg ist. Der Affe ist weg. Affe geklaut. Frechheit. Ja, darf ich vorstellen, ich hab einen Hund. Steck den Hund rein. Nein, du das nicht. Da krieg ich Ärger. Oh, dann Mia. Schieß ich ihn weg. Oh, der Sound war auch cool. Oh, wir sollten mal umlenken. Oh, das Licht aus, so war hier, splendid. Splendid, wonderful. Das war der Blinker, Mann. Wenn wir jetzt einen Unfall bauen. Ach, war ein Blinker. Es blendet nur wegen meiner Schönheit. Was? Ja. Ich bin blind. Tschüss. Ich komme wieder! Irgendwann! Manchmal kehren sie wieder. Toffel über Bord! Ja, ich hab die Werbung raus. Gleich Besuch. Geht das, ja? Kommt man da wieder zurück? Ja. Cool. Kommt man zurück? Oh, warum mir? Nein! Schau mal, da drüben ist ein anderes Schiff stehen. Achso. Oh, wo? Die. Da, tatsächlich. Hilfe.
Obwohl, könnten Chile sein, aber sind ja auch von Zeus. Sprechen sie ja auch. Ich bin doch da. Ford of the Damned. Ja, nicht unser Ziel. Alter, wie lenkst du denn hier? Ja, vielleicht mal mehr in die Mitte stellen. Alter, ich stehe immer da, wo es schief steht, auf der anderen Seite gegenüber. Deswegen ja. Oh, also ich stehe mittig in der Mitte. Ich kann den Hund nicht laden. Oh, jetzt ist er weg. Ja, jetzt habe ich ihn entfernt. Mit all der Vieh. Da, ich geh mal gucken, wie die Lage ist. Ich habe einen schönen Hund. Also wenn ihr erkennt, dann ist Michel schuld. Ah, ah. Nee, Tobel ist dann schuld. Was? Mach gar nichts. Weil Michel ist da oben. Vielleicht auch wenn man Alteisen. Alteisen? Ja, genau. Oh, jetzt. Ach, Michel. Da haben blöderweise Gegenwind, also dauert's noch ein Weilchen. Michel sagt Vorsicht, aber weiß nicht, bezüglich was. So, der Captain ist jetzt an Bord. Bis dahin, gute Reise. Jo. Ich geh shoppen. Gegner hier, wo siehst du Gegner? Bei Zeus. Nö, ich hab mir jetzt eine Frisur für 150 gekauft. Eine Frise? Ja, ich muss jetzt mit Meerjungfrau-Mann zurück. Was, Nordfriese oder? Oh, nee, ich glaube die. Ein Memory. Passt. Oder welche Frise? Oh, ich hab's gekauft. Was macht denn da oben im Krähennest eigentlich? Was wüsstest du gern? Eier schaukeln, was? Wer schaukelt wessen Eier? So leget Eier in das Nest und ihr werdet Kinder haben. Oh, Hilfe. Mein armes Schiff musste noch nie so viel Gewicht tragen. Obwohl doch, schon einmal. Hey komm, aber nicht. Ich bin mehr am Bock gewesen gerade. Ja, eben. Ja und? Aber auch nur, weil ich billig shoppen war. Warst du gerade bei Wish? Da hat, so gesehen, kein, ja. Da hat kein Wortgewicht, sondern die Person. Wenn du Wortgewicht haben willst, komm da oben runter und du kriegst einen auf die Decke. Wenn du die Eier dazu eins. Hast. Gut, da komme ich nach oben. Warte, ich komm runter. Bin gleich da. Boxerei. Runde 1. Ach, Toffel geht jetzt hoch. Ich bin extra für dich runtergekommen. Aha, ausgetrickst. Ja. Das kommt erschienen. Soll auch mal klingeln. Oh. Oh. Also wenn wir einen Mastbruch haben, kann ich nicht. Bin ich nicht schuld. Au! Ich habe mich verletzt. Aber ich weiß auch, wie ich die Schuld geben kann. Wem dann? Na Torwell. Immer den, der fragt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das auch. Oder Torwell. Hey, ich bin total abgemagert, also kann ich nie schuld sein. Hä, wieso kann ich keine Banane nehmen? Also ich hab Bananen, aber... Achso, nee. Ah, ich Idiot hab die da reingelegt, anstatt es rauszunehmen. Ja, du musst die auch mitnehmen, ne? Ja, ich hab's reingelegt, ich Idiot. Ja, ist auch so ein Trail. Ja. Oh, das sieht doch auch cool aus. Ist geisterhaft. Das ist geisterhaft. Ein echtes Lichtschwert. Ich liebe das Lied. Ich habe sehr viele Lichtschwerter. Ah, scheiße! Autsch. Oh ja, jetzt wird's romantisch. Oh ja, das ist cool. Glüht das? Ich habe auch ein Pfannenwende. So, wir kommen auch langsam an. Sehr langsam. Der Affe ist schon cool. Ist ja auch affig. Ja. So ein Affentanz.
Versuchst du gerade Löcher ins Boot zu hacken, Michel? Ich wollte mal gucken, ob ich den Affen schlagen kann. Aber das geht nicht. Total gewalttätig, der Michel. Guck mal, wenn, dann musst du das so machen. Geht nicht. Ich glaube, das war das Peter-Update. Ja, ich war Zögerung. Ja, ich würde sagen, Michel wird gleich gebannt durch. Nein! Das schöne Wasser. Wo ist unser gleichschenkliges Dreieck? Gleichschenkliges? Ja, dass wir schön in den Lusttunnel reinfahren können. Ich sag schon gleich, da unten gibt's keinen Lusttunnel. Ne? Nö. Ne. Obwohl, am Anfang schon. Da gibt's nur Hass und Zerstörung. Ja, so gesehen, ja. So. Wie das in so einem Schlafzimmer sein sollte. Steht zusammen. Und es gibt sogar einen Minibus. Also. Ein Minibus? Was? Den Minibus, ja. Oh, okay. Den Minibus. Achso, Minibus? Ein Minibus. Nee, kein Bus. Bus gibt's erst später. Bus bauen. Ja, da brauchen wir erst noch Bußgeld. Was, Busgeld? Genau, damit wir mit dem Bus fahren können. 6,50? Da hat man früher einen Döner für gekriegt. Mit allem. Ja. Mit alles. Genau. Tatkan, der Junge, der aus dem Dschungel kam. Kennt ihr das? Aus den 90ern noch? So geil. Dass wer aus dem Dschungel kam? Tarkan, der Junge, der aus dem Dschungel kam. Das war bei RTL Samstagnacht. Irgendwann Anfang der 90er. Nein, Mitte der 90er. Ja, und die Uhrzeit lief auch noch was anderes. Ja. Tutti Futti. Sport 1. Nee, ich glaube, damals gab es das noch nicht. Das kam ja später. Mann, du! Was war das mit dem Baldo? Ja, genau. Hugo, Hugo und Baldo. Ja. Was ja auch geil ist, der heißt ja eigentlich gar nicht Hugo Egon Balder, ne? Eigentlich heißt er ja Egon Hugo Balder. Das Management hat den Namen gewechselt, weil es einfacher wäre. Ist da eine Bohrinsel da hinten? Mal aufhören, Kanonenkugeln zu verschwenden. Was? Eine Kanonenkugelnverschwendung hier. So, Michel. Sorry. Irgendwie mache ich die ganze Arbeit allein. Was für eine Arbeit? Du musst da auch kommunizieren, Junge! Muss ich? Was für eine Arbeit? Ich kenne mich nicht aus. Segel justieren. Alle nach rechts. Okay. Klar, aber falsch. Ich justiere mal mit. Dieses rechts. Es gibt nur einen. Aber der Daumen links ist. Ja. Ich die Erdbeere, mir. Du bist an der falschen Stelle, ne? Bin ich? Ja, da ziehst du das Segel hoch, aber wir wollen nach rechts drehen. Ah. Hier bei der Kurve ist. Vielleicht soll ich einfach die Finger weglassen. Nein, einfach nur schneller drehen. Alles gut. Ah, komm, wir kippen. Ja. Und auf den Tisch stehen. Oh ja, mir. Die Erdbeere. Oh nein, die Früchtchen bei Mau abends. Nicht ganz. Wir haben es von Tutti Frutti. Ja, aber kennst du die Früchte von Mau abends? Ja, die Geschmacksrichtung. Nein, die Posierung da drauf. Nee. Das sagt mir jetzt so nichts. Wenn man sich die Früchtchen von den Mau abends mal genauer anguckt, dann wirst du auch feststellen. Okay. Oh, jetzt bin ich ein Piraten, Captain Michel. Du bist Pirat. Oh. Solo-Pirat, Captain, ja. Oh, der sieht cool aus. Mit Halskette. Weil sieht ja genau. Ja. Ist halt genau auf meinem Outfit auch angepasst. Ja. Cool. Ja. Scheiße, bin ins Wasser gefallen. Warte weiter. Vorsicht, der Affe spielt schon wieder. Ja. Nicht, dass er sich den Kakadu da krallt. Oh Gott. Finlandia. Festung des antiken Goldes. Auf zum Gold. Oh. Nee, da wollen wir aber nicht hin. Michel hat gesagt, hat keinen Spaß gemacht letztes Mal. Ja.
Mit Verlaub, die schießen, glaube ich, auf uns. Nee. Egal. Die sind nicht Sturmtruppen. Jetzt. Tatsächlich. Treffen nicht. Da kam, und da kommt noch eine. Danke für deinen Follow. Sind das Kokosnüsse? Die Schokobons schießen sie. Achso, okay. Affenköpfe. Gefrorene, ja. Von Monkey Island. Monkey Island. Ja, nee, der kommt gut, der kommt gut. Wir noch nicht. Wir sind noch nicht auf Affen Island. Das wäre total affig. Ja. Machen wir SOS. Nichts machen. Und nach Monkey Island kommt Jaws of Gold und dann gibt es noch eine kleine Story mit zwei Stories. Eine kleine Story mit zwei Stories. Naja, sind aber auch nur zwei Teile. Den Anfang und das Ende. Fällt's voraus? Naja, so gesehen sind es nur zwei Teile, der Anfang und das Ende. Wurde auch nicht so. Die wurden halt noch nicht so richtig weitergeführt. Sag mal, Zeus, die Segel, sind die von Chio Chips gesponsert? Ja, nee. Sind sie. Das sind Söldner-Segel. Die knistern auch so komisch. Ja, ne? Ich habe auch auf einmal ganz fettige Finger. Alter. Du kennst doch den Spruch noch, oder? Fettes nee. Haus, wenn du mal geben, das ist kleben mit Quark. Ja, genau. Von Otto war das, glaube ich, ne? Ja. Wenn du aufs mittlere Segel schaust. Habt ihr LOL geguckt auf Prime? Jawohl. Ach, wie geil. Hab's gestern fertig geguckt. Oh, Otto war der erfolgreichste. Aber so gut, ne? So gut. Der Otto. Der alte Mann. Und Michel, schau dir gleich mal das mittlere Segel an. Da ist was Schönes drauf. Weiß? Weißer Adler auf weißem Grund. Die Ostfriesenflagge? Ja, die Kriegsflagge von Ostfriesen. Ja, genau. Weiße Möwe auf weißem Grund. Ich sehe es nicht. Die... Komm, wir müssen mal die Richtung drehen, ja. Dass ich das Segel sehe. Ey, wir müssen mal. Wir müssen so einen blauen Strahl in die Luft. Oh, ich bin runtergefallen. Verdammt. Boah, nein. Da kann ich mir doch auch das Segel angucken. Warte mal. Nein, bleib still. Ich geh mal tauchen, vielleicht finde ich was. Also haben wir jetzt uns alle einmal verloren. Ja, genau. Komme ich da automatisch zurück irgendwie? Keine Sorge, wir haben hier gerade geankert. Okay. Liegt ein Haufen Scheiße im Wasser. Sorry. Ich hatte Angst. Warten kurz auf Michel, damit er das mittlere Segel mal anschaut. Los, schwimm schneller, alter Mann. Was ist denn da eigentlich drauf? Ich seh's auch nicht. Boah, was haben wir hier? Eine Meerjungfrau? Was ist das denn? Tatsächlich. Bist du Meerjungfrau? Ich hab eine Meerjungfrau gefunden. Ja, aber nach die Fäule raus, dann schmeißt sie das Boot zurück. Ah, cool. Juhu. Hat geklappt. Sie hat mich gerettet. Der da? Ja. Oh, fuck. Das Frau mit tauchen, Michel, erstmal Segel anschauen. Oh Gott, Alter. Ernsthaft? Jo. Ich hätte gerne Brandbombe. Nee. Das ist ein Fischkutter. Nee, das ist ein Skorpion. Ein Skorpion. So, alle mal versammeln. Also da, wo du einen Skorpion siehst, sehe ich eine fette Krabbe. So, jetzt tauchen. Ja, den Schwanz sieht man oben nicht so ganz. Tauchen? Hallo, tauchen. Ja. Einfach den Fragteil. Schwanz. Schwanz. Ha, gleich überhole ich Toffel. Fett schwimmt oben, ne? Ja, es ist schwierig zu tauchen mit Fett. Ich kann mal ein bisschen Gas geben. Ich will das nicht ins Wasser springen lassen, sonst ist das Wasser weg. Tja. Und hier sind die ersten Blubberbläschen. Du meinst, er könnte schon den dem Obelix Konkurrenz machen? Hier, einmal. Schnüffeln? Wie denn? Einfach da bleiben oder? Einfach reinschwimmen. Nee, weiter schwimmen. Okay, nichts drücken. Kurz reingeschwommen, das Ding, und dann weiter. Cool. Und die Musik genießen. Ja, das ist cool.
Ist das Enya oder Celine Dion? Einfach mir hinterher. Mia? Die spielt doch gar nicht mit. Ich meine mir hinterher. Oder ihr sind alle nur am Nuschel, habt ihr Fische im Mund oder was? Ja, ja. Ja. Krabben. Wie Wale das so machen. Plankton. Genau. Hier erstmal blubbern. Oh, lecker. Oh. Mysteriöse Stimme. Was für ein Mist? Sag mal, wo schwimmst du denn hin? Sind wir hier richtig? Warte. Ach, hier sind Blubberwesen. Einmal 5 Gramm. So, wo seid ihr? Einmal anträumen hier. Junge Zeus! Da schauen sie die 3 vom Dienst. Oh, hier erstmal an der Bong ziehen da. An der Blubber. Oh, was lecker. Ja. Schiffen für die Freiheit! Ja. Und schau mal, welches Schiff das ist. Soll es die schwarze Perle sein? Das ist ja, das. Wieso, die ist ja nie versoffen. Ja, versoffen ist die sowieso nicht, dieses Holz. Würde mich wundern, wenn Schiffe saufen. Würde aber die Schräglage. Du weißt ja, wie ich meine. Du weißt es ja, weißt ja, wie ich es meine. Todernst. Los, Kanone, gib Gas! Ja, gut, dass du hier unten mitschwimmst. Ach, kann man da auch ziehen? Nein. Nee, ja, toll. Und jetzt? Na, Toffel kann ja nicht jetzt mehr nach oben. Nee, der bricht durchs Holz, weißt du? Und müssen wieder hoch? Jo, jetzt müssen wir in die Kammer des Schreckens. Oh. Den Äpfel. Äpfel? Naja, solange es nicht die Pferdeäpfel sind. Die werden ein bisschen matschig hier unten. Mit rein! Ah. Sesam, öffne dich. Ah, der Kompass. Kompass. Das Geräusch eben, ne? Das ist ja wie von Zurück in die Zukunft. Wohin gehst du, Zeus? Was, eine Blasen? Ja, was? Blasen? Da gehe ich mit. Ja, hier. Beth, the waves. Mhm. So, ab ins Loch. Genau. Oh, warte, oh. Lecker. Also noch mehr Blasen. Oh, wieder ein schönes Loch hier. Wachsen aber ganz viele komische Dinge in dem Loch. Wo hab ich das schon mal gesehen? Schon ganz spontan, ne? So eine hatten wir doch alle schon mal. Nö, ich nicht. Ich hatte gar keine. Hm, kommt noch. Irgendwann. Oh, und nächstes. Ui! Ich hab nasse Füße. Nassen. Müsste da eigentlich nichts durchkommen. Vorstellen, das erste Rätsel. This is the final step of your journey. You shall be able to proceed no farther in the fire. Zeus! Was hältst du davon, wenn ihr mal durchswitchen wollt? Mal zu durchlesen. Kill them. Ach ja, yes. Jetzt fängt der Spaß an.
Spaß. Kämpfen. Dass du doch mal Rätsel so ist. Ja, danach. Aua. Wieso habe ich keine Waffe? Ach doch, hier, ich muss auf Maus warten, ne? Genau. Ja, hier gibt's Essen. Ja. Aua. Hier ist auch eine Munikiste. Easy. Mega easy. Ja, ihr Banausen. Ball in die Fresse rein. Oh, leer. Ja, hier ist die Kiste. Mhm. Okay, hier bei mir ist auch leer. Oh, da kommt noch einer, oder? Ja, einer kommt noch. Ja, die Dicken kommen noch. Ja, hier sind Fässer mit Essen. Hm. Weg, weg! Stör mich beim Essen nicht. Au! Und das Twitter halt. Ja? Dota. So, er muss hier rein. Was für ein Dotter? Ist das jetzt Korall? Was kümmere ich mich jetzt mit dem Stein? So, hab ich. Muni habe ich auch. Okay. Gut, warte, ich um. Die mit Kette. Hier, halt bilden. So, und jetzt? Was machst du denn? Achso. Das Rätsel lösen. Mhm. So, jetzt hab ich dir gerade gesagt. Lass die doch mal rätseln. Ja. Nee, das würde zu lange dauern. Ist doch egal. Wir wollen ja nicht nur mitlaufen. Irgendein ist doch. Nö. Hm, doch. Klingt gut. Ja, Geräusch. Jetzt geht's oben. Abfahrt. Hobbel, du gehst ganz schön unter. Nö. Ja. Mary geht gleich unter, weil man komplett hängen bleibt. Oh. Bewegung. Seid ihr schon wieder am... Ah ja. Die sind wieder am Pflanzen. Einer muss ja mal was machen. Hier geht's weiter. Hui. Boah, ein steinernes Gesicht. Ja, Vorsicht, hier kommen wir nochmal wieder schön im Biester. Okay. Da sind wir. Komm her, ihr Gottlosen. Au. Okay, schieße ich, glaube ich, besser. Treffen wir auch mein Haustier Günther. Der Günther. Hier ist auch wieder Munikiste und Essen. Hier ist noch eine andere. Ja, ja. Voll. Mensch, Hermann. Hermann, bitte. Stabil, die Viecher da. Freut mich. Ein Kabler. Muss was essen.
oder? Ja, hier, besser. Nee, ich hab, aber... Mein Menü öffnet sich nicht. Hier musst du rein. Jo. So. Ah, jetzt. Das ist richtig. Das ist Koralle, die muss nach unten. Slumbered for countless years, but now we have awoken, and we are hungry. Wir sind Ungarn. So much you do not comprehend. Wir sind Ungarn. Weil wir sind Ungarn. Ungarier. Oh, mach die Schatten dicht. Wasser kommt rein. Oh. Das ist nur ein kleines Leck. Wer leckt? Was? Das Oleg. Oleg? Dumbo Oleg? Oleg Popov. Das war aber ein großer Fisch hier. Den siehst du auch nachher noch. Ehrlich? Oder sein Enkel. So wie bei Star Wars. There's always a bigger fish. So. Der kommt mal her. Nathan in der Abkürzung. So. Jetzt. Wo ist er denn? Reizack des finsteren, der finsteren Gezeiten. Günther. Der Günther. Wo ist Günther? Man hört ihn schon. Ja. Da ist er. Oh, meine Nase. Da ist Günther. Ah. Ja, okay. Der ist ein Müllgerisser wie die anderen. Ja, und ich habe ihn genau zwischen die Beine geguckt. Oh, oh. Ich auch. Hallo? Ja. Weil theoretisch könnten wir jetzt ein Sushi-Lokal aufmachen. Ein was? Achso, ein Sushi-Lokal, ja. Oh, da haben wir ein Leben lang Kalamari. Da kannst du Kalamari fressen, bis du tot umfällst. Ja. Und gleich kommen ein paar Gegner zu bekämpfen, die ihr noch nicht kennt. Ah. Sirenen. Einfach draufschießen und ich glaube, die sind drin kommen. Bido, Bido. Und da oben ist Günther. Da Günther. Hast du Günthers Staud in den Mund, bleibst du hier sonnen. Ja. Nur, dass man bei ihm sehr schnell versäuft. Ja. Surrender my soul. So, erstmal zu The Pearl. Darum gibt's in die Mission ein paar Fässer und Blubberbläschen, die wir brauchen. Hm. Für die Crew. Für Fortnite. Vielleicht heute Abend. Mal schauen. Ja, genau, vielleicht. Autsch, autsch. Oh, habt ihr sie schon kennengelernt oder was? Ich hab grad schon eine probiert abzuschießen. Hat nicht so geklappt. Ja. Aua. Geh weg. Aber ein. Komm nach hier unten. Hier unten lässt sich besser kämpfen. Was seid ihr denn? Ich sehe gar keinen von euch. Ah, da ist Maverick. Ja, ich hab die Karten. Aua. Also jetzt können wir wirklich einen Fisch schleppen. Einen Sushi-Laden aufmachen. Oder eher japanischen Laden. Ist das nicht schon nice, Digga? Scheiße, ich hab keine Murmeln mehr. Oh. Ja, dann
kommt hier runter zu mir. Das ist ja so schlecht, wenn du keine Mauer mehr hast. Ist die Operation geglückt? Jetzt machen wir dessen. Was sind denn die blöden Viecher? Mal hier, mal dort, mal überall. Ja, ne? Und hier drüben gibt's Ersatzmunition hier. Mit dem Stab kann man auch nicht schnell schwimmen, ne? Nein. Nee. Aber dafür ist er weg. Was ist der Stab? Damit kann man schießen. Ja, genau. Ja. Ah, ich glaube, wir müssen weiter. Autsch, autsch. Ich werde hier schon verprügelt. Auch hier da. Zicken. Ja, als nächstes müssen wir zum Tor. Weil ich mir auch noch ein Stäbchen geholt habe hier. Das Tor ist auch da. Ja, da müssen wir als nächstes durch. Wie kann ich das Stäbchen wechseln, will. So ist? Ja, wenn er schon benutzt ist, am besten einen neuen nehmen. Da kommen neue. Oh, hier, Achtung. Ah, ich habe keine Muni. Schwimmen, dass man es auffüllt. Lassen Dose sehen. Ah, okay. Doch. Ich habe gerade aufgeladen. Ja, zum Schießen aufladen, aber. Ja. Wozu denn sonst? Kann man damit noch was machen? Nö. Ah, okay. Kaufen kann man sie zwar, aber die bringen nicht viel. Hm. Ah, ist schon da leer. So, ich schwimm's schon mal zum Tor. Ich brauch Blubberblasen, ich bin gleich. Okay. So geht's nicht gut. Hier hinten sind auch Blubberblasen. Aber Blubberblasen heilen nicht. Ne? Kriegt man davon nicht Luft zurück? Ja, Luft schon, aber kein Leben. Boah, ich kann... Hey, bist du hässlich, Alter? Sorry. Nicht du, der komm mal her. Ich kann kein Essen auswählen, wenn ich den Stab in der Hand habe. Verdammt. Maeve ist am Arsch der Welt. Oh ne, doch nicht. Sah nur so aus. Er ist nur zu dunkel. Er ist nur zu dunkel, ja. Schön. Bitte. Ja, danke. Bitte danke. Au. Sie haben jetzt aua. Plötzlich alle solche Stäbe. Weil wir sie brauchen. Gleich holen wir den Keks raus. Keksdose? Den Keks. Kennst du das nicht? Den Keks der Wahrheit? Ja. Den Keks der Schnelligkeit. Aua! Den Cheese auf Knobbett. Die Sau hat mich getötet. Mir. Keks? Wow. Oh nein, wir haben die Mische verloren. Ja. Wir sind einer weniger. Das ist Belohnung für uns. Aber ich komme wieder. Lass ihn einfach im Seemannsgrab liegen, das passt schon. mehr Gold für uns. Ja. Nein. Der wollte sterben, wie er gelebt hat. Nass. Ja. Weg. Weg. Weiter. Oh, ich komme. So, bitte mal aufhören, mich zu schlagen, Alter. Gib mir deinen Stab. Ach. Nimm ihn. So. Wo seid ihr? Hier ist meiner. Ich rette euch. Glaube ich. Sagt der schon gestorben ist. Das war eine Taktik. Ich räume das Feld von hinten auf. Ein Sniper regelt. Meine Obsidian-Sniper. Oh, das vorher Luft. Ist auch noch leer, das Ding. Verdammt.
Welches Ding? Mein Stab ist leer. Er hat Ding gesagt. Ich brauch blaue Pillen. Geht das hier? Kann man das? Blaue Pillen. Blaue Pillen, geht das hier? Alter. Was ist denn los bei dir, Alter? Blaue Pillen, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja, das war schon so gemein, wie du es gerade verstanden hast. Genau. Die zweite Aussage mit dem geht das hier war halt ein Ticken over. Jo, ich muss mir mal Munition holen von dort hinten. Aua. Oh, eben so ein Vieh. Oder ach, weg ist es. Munitionskiste. Ah, brauche ich gar nicht. War der letzte. Ja, wo ist Merrick eigentlich abgeblieben? Junge, wir sind hier in 5, bist du? Ja, ich musste mir nur was zu futtern holen, weil ich ja, fast kein Leben mehr hatte. Sesam, veröffne dich. Ja, warte, ich verteufel dich. Ja, hier ist doch eine Munikiste gewesen, oder? Ja, hier unten mir. Da unten ist eine. Muss ich mit dem was machen hier? Weil ohne Sniper-Muni will ich nicht weiter. Brunhilde, lass uns ein. Sesambrötchen, öffne dich. Sesambrötchen, öffne dich. Oh Gott. Hä, wo sollte eigentlich? Ach da. Rätsel lösen. Ah. Es gibt ja auch Rätsel. Ja. So, Sesam, öffne dich. Seeschlamm. Und Rotkäppchen, verpiss dich. Na, Rotkäppchen werden wir noch finden. Ja, die werden wir noch finden. Ja. Bevor wir sie wach wieder raus sind. Willkommen im Tunnel. Tunnel der Verdammnis. Ja. Die kenne ich. Achso, ne, ihr redet vom Spiel. Oh Gott. Oh, wo ist hier der Schalter? Schalter? Malta, Schalter. Über das Mittel, ne? Tunnel der Verdammnis, 10 an der Ehe. Ja, genau. Hey, hier geht's lang. Hier oben. Ich hab schon wieder die Idee für einen Film. Ja, Stäbe könnte jetzt. Warte mal, Stäbe könnte jetzt weg. Oh, Günther. Oh, ich höre was. Günther saugt halt. Oh, Günther saugt? Ja. Der saugt mit vorlieben Spieler ein. Oh. Ja, aber hier sind Glasscheiben. Also ja, Michel, kommst du mal? Wir warten auf dich. Ja, ich hab da gerade ein Buch geöffnet. So, wo seid ihr denn? Jetzt sind wir schon weitergegangen. Okay. Ich bin durchgefallen. Durchfallen? Ich will mal gucken, ob ich euch da hinterherkomme. Auch durch was? Nach oben. Oh, jetzt zu. Ja, da müsste so eine blau leuchtende Koralle hier oben sein. Ja. Hier. Einmal draufschlagen. Oh, hat auch gereicht. Oh, wo geht's denn hier lang? Bin durch. Wow. Hier geht's auch lang. Wie werde ich diesen Stab eigentlich wieder los? Mit X? Gar nicht. Danke. So, Rätseltan. Stein. Größte Rätsel, wie werde ich meinen Stab los? Das ist eine ganz kleine Operation. Das kann man ambulant machen. So. Jetzt muss ich irgendwie snipen. Irgendwie verliere ich euch immer. Oh, da oben ist was. Wo treibt ihr euch rum? An der Decke. Also, dass du Tropfen übersiehst, das ist ein Wunder. Ich sehe euch nur. Ach, da ist ein Tunnel. Ah. Vorsicht, vor dem Tunnel nicht, dass du da schon reinfällst. Hm. Ich habe gerade mal Glück gehabt. Oh nein! Oh, hier, böse Buben. Zauberstube und Mail-Stromant. Starkstromant.
Mathe, Elektrikermann. Kurz. Wenn es ein Spanier ist, dann ist es LKW. Nee, das ist mexikanisch. Du hast auch das Kennzeichen gelesen, kann das sein? Nee. Der ist mir ja selber eingefallen. Ich hab am liebsten bereits einen TikTok, ne? Ehrlich? Ich hab einen Post gesehen mit dem LKW-Kennzeichen. Ja. LKW. Ist also nicht LKW, LKW. Ich sehe das als spanischen Elektriker. LKW. TikTok habe ich übrigens gar nicht. Ich auch nicht. Bin mir zu alt für. Nicht so meine Plattform. Soll auch ein bisschen toxisch sein, der ganze Spaß. Kann man den Grünen da die Fresse schießen? Oh, noch eine Ananas. Ja, aber knapp oh, hier. Noch eine Ananas. Oh, hier. Wenn hier einer Ananas macht, dann bin ich das. Der ist zu spät, jetzt habe ich alle Ananasse. Jetzt habe ich alle Ananas gemacht. Ananasse? Ist das das Plural? Ananasse. Keine Ahnung. Aber ich denke, das klingt für mich irgendwie türkisch. Ananasse Kim. Your victory is of no consequence. When my army has regained its former strength, they shall regain from the deep and lay claim to the islands you call home. Then it shall be the humans. Oh, müsste mal geölt werden. Ja, es quietscht ganz schön. Ist ja auch schon von keine Ahnung was gewuchert. So, jetzt fängt der richtige Spaß an. Jump'n'Run. Yippie! Cool. Das kann ich. Also wegrennen zumindest. Oh. Scheiße. Oh. Wieso kam ich nicht durch? Obwohl ich hinterher gerannt bin. Der Eimer draufsteigen. Bist du der Dicke? Ah, komm rüber mit dir. So. Gut, aussteigen. Bitte auch einmal zum Schiffhof. Er muss ja erstmal das Loch finden, da kommt hier gerade nicht durch. Ja genau, kannst du mal ein paar Haare drum machen? Dave, du musst mal einmal das Ding runterziehen. Ja, genau, zieh mal das Ding runter, genau. Ja. Du musst bei diesem Seil ziehen, was da vorne ist. Ich kann dir nicht helfen. Oh ja, genau. Bis das Seil länger ist als die Glocken. Du musst da bei den roten Korallen raus, ne? Wir müssen bei den roten Korallen raus. Du musst bei den roten Rokallen runterspringen. Was sind denn Rokallen? Obwohl, nee. Erstmal nach oben. Hä? Ah, jetzt. Ja. Jetzt bewegt sich's. Wer ist denn nun? Was, ach, dahin. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ja, der Fette kann das so nicht. Ich hoffe, du musst einmal. Genau, kümmere dich einmal drum. Bitte doof scheuen. Doof sterben mache ich, kein Thema. Obwohl. Sterben können wir. We ich hab mal so neu gedrückt. So, bin da. Ja, immer zu Michel. Ja, komm zu mir. Aufs Boot. Auf den Fahrstuhl. Was hat der Stuhl damit zu tun? Der ist schön warm. Maeve. Ja, ich bin hier drin verpackt, du doof. Kann nicht rennen. Sag mal, Zeus, soll ich gleich wieder auf das Ding draufspringen oben und dann hochfahren oder? Ja. Warte. Dann mal hol sie runter. Ja, hol mal bitte runter. Ja, hol mal einen runter. Weil da oben ist der Schlüssel. Hallo, hol mal einen runter. Vollgas! Ich und Dings fahren steigen gleich hier aus. Und du steigst ganz oben aus. Ich steig ganz oben aus. Also wir steigen hier aus, okay. Ja, kommt ihr oder? Ich bin da. Ich stehe direkt neben dir. Ah, scheiße. Bin runtergefallen. Oh, Maverick. Ganz knapp.
Das Wasser ist schwarz. Günther hat eingepisst. Oh oh. Günther hat Angst. Nee, Günther hat eingepisst. Ja, Wasser. Danke. Oh, hier ist noch ein Logbuch. Was ich mitnehmen will. I'm coming. Einmal durch. Wo hast du ihn? Ja, einmal. Ja. Einmal. Ah, durch Spam. Jetzt muss ich auch erstmal gucken, wobei der geht. Ja, hier. Hallo? So, Kette noch ganz unten. Wo war das Logbuch? Hier. In der Kajüte. Ja. Genau. Ah, Dimitri hat es geschrieben. Ah. Dimitri. Dimitri the Flakes. Oh, ist das griechisches Rezeptbuch? Ja. Deswegen klingt es wenigstens lecker. Und das Flak ist? Ich glaube, Günther hat Hunger. Ja, klingt so. Ich glaube, Merrick, geh mal nach, ob der Hunger hat. Was? Oh. Warum ist nicht so? Ich bin da leider runtergefallen vorhin. Bin ich an das Ding rangekommen. Hast du auch ja. Nicht runterfallen? Ich bin gerade runtergefallen, ich habe mich gar nicht bewegt. Ja, ist jetzt egal, wenn es richtig ist, bist du egal wieder oben. Okay. Wasser, wir brauchen Wasser. Ja, wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser, Knäckebrot. Es kommt. Da kommt das Wasser. Das Wasser erscheint. Es kommt in großen Mengen. Es kommt. Jawohl. Voll ins Gesicht. Wie hat Tom gesagt? Ui, toll. Hallo? Ja, einmal drauf. Wo ist der Letzte? Da kann man. Ist Michel überhaupt drauf? Ja, Michel ist drauf. Oh, ja. Alle sind drauf. Ich wieder einer beschwert. Wenn der fällt nur wieder einer runter, aber. Da lang, sicher, ja? Ach, ich geh nur mal gucken. Okay. Und ich geh gucken, wie du guckst. Ich hab Schlüssel über. Oh. Ja, der Schlüssel ist für eine Kabine. Aha. Aha, aha. Wie kann man denn los? So, jetzt alle nochmal draufstellen auf die Plattform. Genau. Herr Schlüssel, ich hab Schlüssel. Ziehen Sie bitte mal an. Den Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel. Was? Zieh einfach an, der kann die Treppe nehmen. Zieh. Mein Outfit muss ich jetzt nicht. Das ist kein Push to Talk, sondern Push to Lift. Quasi. Oh, das sieht aber fast gefährlich aus da. Ach Quatsch, so was so. Okay. Ja. Hallo! The vessel that hangs before you is a portent. So, wieder einmal hier hoch. Wer ist potent? Ah, ja. Das Schiff. Wer ist potent? Das Schiff ist impotent. Wow. Ich hoffe, da habe ich runtergeschubst. Gar nicht, ich muss gestolpert. Das merke ich mir. Kann man der Lust tun. Und wir sollten mich dann rumkugeln. Hier vorne. Ah ja. Oh nein. Ich mag die Truhe nicht. Ich mag's auch nicht, aber die nehmen wir mal mit, dafür gibt's einen kleinen Bonus. Das ist nicht geil. Extra. Feuer frei! Nachladen! Feuer! Boom. Das ist ja wie ein Warfunder hier, Alter. Überall scheppert du drauf. Ja. Ja. So bleibt der Airstrike.
Weil ich ja sagen muss, realistische Schlacht und Warfarmen sind echt anstrengend. Danke für dein Sub, Mia. Was ist da los? Ja. Wann ist Mia eine Submarine? Quasi Submarine. Das würde ich so nicht sagen. Warum? Ist doch U-Boot. Oh, oh, Kugeln. Das ist oh, es weiterfeuern. Wir sind nicht da aufgehört, wie da ein weg ist. Zack, und zack. Und Bewegung. Bewegung? Die Maus war so langsam. Aua. Ah, voll auf die 12. Ja, da. Der Schwanz ist so komisch. Ja, ne? Irgendwie bewegt es sich. Klar, das Licht. Wo bewegen wir uns? Oh, wir fallen! Ja, das erinnert mich an den Läufer vom A-Team. Was machen sie da? Die fliegen ein Panzer! Gegen die Panzergranaten. Panzer, ich begrüße sie. Kameraden. Geh mal dieses Kleinpilot mal beseitigen. Wir arbeiten dran! Nö, macht Spaß. Weil Günther macht auch schon ein Auge. Mhm. Das ja, haben wir gleich ein Kugel mehr. Dann schnappt ihr welche. Das Fass ist leer! Das Fass ist leer? Eine Lüge. Da sind über 500 Kanonenkugeln drin, das muss nicht sein, dass du 500 Kanonenkugeln verschossen hast. Kann ja mal vorkommen. Ja, versuchen kann man. Ja, ihr schießt an Kanonen und ich bin der Einzige am Anker. Ja. Gerechte Rollenverteilung. Aber bin ich der Captain? Ja, du musst ja auch deswegen, ja. Du kannst ja schlecht wissen dahinter. Wir verschießen Schokobons. Ziehen wir noch einen Ankerschaden. Michel, ganz rechts, da musst du drauf schießen. Ja, ich hab grad Munition geholt. Warum das denn? Auch einfach so. Guck dir böse an. Ich hatte keinen Affen mehr zum Schießen. Was, kein Affe? Mach doch nicht so ein Affentheater. Oh, Mia, hast du schon die Emotes gesehen? Was? Ja, dagegen kann ich nichts machen. Oh, das war irgendwie so vorgesehen. Alter. Ich nee, in deine Ecke schießen. Natürlich ist da recht. Mach ich doch. Oh, ich brauch wieder Muni. Ich auch. Munition, wir brauchen eine A10. Wir brauchen einen Touch. Oh. Aha, Mia hat die Emotes entdeckt. Sehr schön. Ja, die habe ich auch schon entdeckt. Weiß doch, die findest du auch schnell raus. Ganz cool, ne? Schau es, was er findet. Wo ist noch jemand? Komm. Ihr Feiglinge, komm her. Dreh. Jetzt wird's lustig. Meinst du? Wieso kommt jetzt Günther? Ja, jetzt kommt Günther zum Kuscheln. Jetzt kommt jeder Traut. Der Jünger. Komm, dann nehme ich nochmal schnell Munition. Schau mal, er hat schon wieder gepisst. Er hat sich schon wieder angepisst. Oh. Ui. Oh.
ist er. Wann sagt ihr denn Hallo? Und da auch. Oh, ich, das reicht nicht. Ich komm nicht rüber. Ja, nee, nicht auf den Arm schießen. Ne? Nee. Wir müssen. Wir haben Gäste am Deck. Unerwünschte Gäste. Jetzt, wo du sagst, krieg ich's auch. Ich bin nicht. Hier riechst du doch Fisch. Nach Fisch auch noch. Wenn du jetzt nach Fisch kriegst, solltest du nichts aufmachen. Oh, stimmt, meine Hose ist offen. Da fällt sogar der Fischbild um, Alter. Alter. Oh. Hui. Ist das die Kühe von Flying Dutchman, so wie die aussehen? Oder könnte sein, ne? Ich habe keine Muni mehr. Dann gehst du da das Festchen und dann nimmst du da ein bisschen Muni raus, so gut ist. Jo. So, dann nimmt doch schon mal Kanonenkugel. Lass die Kiste stehen, die ist noch nicht wichtig. Genau, lass das heulende Ding in Ruhe. Na gut. Vor allem heult die dauerhaft. Ah, die Sirene. In einem normalen Spiel willst du so eine Kiste nicht kaputt haben. Ah, die Kanonen! Und. So, geladen und entsichert. Ich hab entladen und gesichert. Auf die Augen schießen. Jetzt müssen wir das. Alle auf die Augen. Zwei aufs rechte, zwei aufs linke. Jo, aber am rechten. Was soll das denn? Günther hat genießt. Er hat uns mit Gift bestochen. Ja. Oh. Hier riecht man Fisch. Nee. Oder? Wir können Sushi aufmachen. Aua! Aua! Mehr auf die Augen schießen. Hab ich ja. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Jawohl. Aua. So, jetzt kannst du mich wieder beleben. Was, bist du tot, Michel? Ja, ich hab dich wieder belebt und in dem Moment hat er mich getötet. Aua. Okay, ich bin auch tot. Okay. Ha. Auch gleich tot. Ich klebe, lebe. Boah, warte, erstmal was essen hier. Hallo, Essen. Ja. Nom, nom, nom. Können wir aber weiterfeuern? Ja, bitte ran. Aua. Ja. Günther ist böse. Aus Günther. Böser Günther. Das ist eine Mischung aus Oktopus und Schnappschildkröte, oder? Ja. Nee, das ist der Kraken. Der Kraken. Alter, der Kraken, lass mich nachladen, du Sack. Oh nein, ich hab kein Essen mehr. Wo ist das Essensfass? Hier. Da hinter dir. Aua! Autsch! Den Tag hier weg! Ich kann gar nicht so schnell essen, wie ich verletzt werde. Günther. Oh, ausgegüntert. How dare you? Oh, Griff hat's zurück. Vorsichtshalber aber noch eine Kanonenkugel mit oder 10. Man weiß ja nie, ne? Stehen. So, dann kommt mal her. Wo bist du denn? Oben. Oben? Ja. Ah. So, jetzt spreche ich mit meinem besten Freund Günther. Oh. Gott, ich hab Mittel hinter dem Gesicht. Was? Das haben sich schon viele gewünscht.
Und ein Pickel? Was für ein Pickel? Achso, hier geht's. Ey, wenn da zwei im Weg steht, Alter. Ah, scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na, noch nicht durchgehen. Komm zurück. Wenn wir da jetzt durchgehen, dann kommen die anderen nicht mehr rein. Ah. Was wird der heute in der Kiste? Der will mit oder nicht? Nö. Also, da die einen beiden nicht 100% machen wollen, lohnt sich's nicht. Okay. Ah, scheiße. Entscheide da einfach so. Komm, wir laufen weiter. Hast recht, Bier. Wir schreiben den einfach ab. Ja, los, weiter geht's. Weiter geht's. Wir kaufen uns im nächsten Hafen einen neuen Maverick. Ja, ist doch gerade so. Ist sogar runtergesetzt, glaube ich. Ja, ne? So, da kommt man durch. Ist jetzt. Ja. Boah. Ein neuer Scheiße. Sieh eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Ja, dafür hätten wir die Kiste gebraucht. Aber ja, nehmen wir die Kiste mit. Ja, ja, genau. Bring die heulende Kiste mit. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Nee. Wo habt ihr überhaupt die Kiste liegen lassen? Die steht da oben. Da muss feucht. Da, wo du runtergefallen bist. Du musst einfach nur den Heulen nachgehen. Ich höre überhaupt kein Heulen. Au? Willkommen zu Affen Island. Oder? Genau. Meine Kokos ist geschossen. Wie geht das? Und wie komme ich überhaupt da hoch? Am Mast. Am Mast hoch und dann. Wir lassen das mit der Kiste sein. Ich glaube, das wird nichts. Ja, aber die brauchen wir noch, oder? Für die Tür. Ja, wir warten mal noch mal kurz, bis Maeve hier hochgefunden hat. Ja. Ja, und ich komme ja. Machen wir eine kleine Pause. Also. I am a pirate legend. Jetzt falle ich noch weiter runter. Gleich sind wir wieder am Anfang. Auf dem Schiff. Also weiter runter kannst du ja schon nicht mehr fallen. Es geht immer sehr weit nach unten. Was machst du denn? Ich bin jetzt am unteren Ende. Ist das laggy bei dir oder was? Banane. Ich komm da ja nirgends durch, aber wenn ihr mir nicht zuhört. Ich hab ne Banane auf der Torte. That's what she said. Ich schau, Michel. Siehst du das? Ja, ja. Oh, die liegt da sogar ganz entspannt drin. Ja, aber mit Schale. Welche Affe waren das? Oh, Pokal gekriegt dafür. Ich komm da ja nirgends hoch. Wie ging die Emotes nochmal? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf unserer Tastatur, keine Ahnung. B ist es nicht. B ist Eimer. Also Bucket. V? Ne, V ist. War schon Grabe. FBI, open up. Glaube ich. C? Ne. Mein bester Freund. B. Ich komme ja nicht mehr da hoch. Tee? Weil ich ja zu unters bin. Dann gehen wir weiter. Geht mal weiter und ich warte hier unten. Ich mach Blubberbläschen. Ja, Blubber weiter, ja. Appa, appa, appa. Warte, ich hab auch noch. Ey, guck mal hier. Hallo, keine Schleichwerbung machen. Einmal matchen das bitte. Ja, warte. Ich habe rausgefunden, wie man schreiben kann. Aber was sind denn die? Ah ja. Lalalala. Oh, jetzt kommt eine rothaarige. Oh, das ist gut. Ja, nehmt euch mal einen Zahnstocher mit. Zahnstocher? Für eine rothaarige? Ja, Zahnstocher. Da brauchst du ja einen Prügel. Achso, hier. Hey, hier. Oh, oh. Ich war ja zugehört, die sind da. Wasch. Oh, was haben wir denn hier? Hier liegen auch noch mehr Zahnstocher. Okay, mein Thron, lass mich durch. Da passt du nicht mehr rauf. Doch. Ja. Hast du dir zu gut gehen lassen.
Oh. Alle drei. Alle drei zusammen. Irgendwie fühlt mich beobachtet in der Höhle. So ein bisschen, ne? Ja, ne? Vorsicht, die kotzen gleich. Ehrlich? Dann wird dein Follow. Die werden ein bisschen feucht, ja. Oh. Ja. Ihr wird gleich sehr feucht. Das ist gut. Dann flutscht es besser. Ihr habt so mit der Feuchtigkeit was. Oh, hier. Die sind gerade am. Begieße mich. Am Sabbern. Gott, meine Hose ist nass. Ja, komm. Voll ins Gesicht. Ja. Oh Gott. So, die Rothaarige kommt gleich von unten. Jawoll. Oh, so habe ich es auch gern. Von unten, hallo. Da ist sie. Königin der Sorgen. Ja, das sind Rothaarige. Och nö. Ach da. Guck mal. Eine Sternkönigin. Ah ne, sie Regenkönigin. Vorsicht, die macht auch eine rote Blase. Der sollte hier nicht anstehen. Verstehe. Ja, komm ich da nicht durch. Ja, genau, sie menstruiert im Kampf. Da musst du diese blaue Muschel, die blau leuchtet. Die Nuschelmuschel? Ja, die blaue Muschel nur. Die blaue Muschel? Die blaue Muschel, Muschel. Wo ist denn diese alte schon wieder hin? Ich sehe keine. Ja, sie hat sie gerade verpisst. Jetzt kommt wieder. Kommt die Wiener. Ah! Aua! Die Wiener? Die Wiener. Ja, ja, die Wiener. Die Österreicher kommen. Die Wiener kommen. Was mit dem blauen? Gibt's ja nicht. Kann man hier aufladen? Und da müssen die Rothaarige wieder hin. Weiß ich nicht. Die putzt sich noch ab. Hier sind noch andere. Fein. Die nimmt noch die Pille. Die Pille. Da unten. Wo ist die Pille danach? Ah! Wo ist denn da unten? Da ist da unten. Ich hab keine Muni mehr. Dann ist der nächste Stock. Vorsicht, Bubbel. Oh. Die Bubbel da. Die rote Zora. Noch einen Stock? I will never surrender the Black Pearl. Mein Stock ist auch weg. Alter, der Weisheit ist weg. Wieso kann ich nicht schießen? Du musst ihn aufladen. Ja, manchmal geht's und manchmal nicht. Ist ja verpufft, kann das sein? Gut. Nein, die Sirenen kommen zurück. Wave, kommst du rein oder was? Ich will auch. Nee, ich komm nicht rein, ey. Ja, dann musst du warten, bis wir hier fertig sind. Ich will auch. Hallo. Dann schaust du mal den Spektakel zu hier. Dem Speck. Speck, ja. Den Kassel. Speck vom Grill. Oh, Hunger. Ja. Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Oh, nein. Ich wollte vor Hunger gestorben. Ja, ich wollte mir gerade Banane reinschieben. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich kann sie jetzt auch falsch verstehen. Schieb dir doch lieber eine Kokosnuss rein. Oh, die ist aber so haarig. Ja? Oder eine Ananas. Wenn ihr eine aber Ananas macht, dann nicht rum, oder was? Oh, geh weg! Lass mich doch essen, du blöde Königin. Nee, die rothaarige ist die Herzkönigin. Ja, das ist Karo. Maverick, rette mich! Rette mich! Ich kann dich nicht retten, Michel. Hier ist jemand zu helfen. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Ich will dich. Ja, ich muss erstmal selber also essen. Oder wie war das? Ja. Ich kann dich nicht retten, Michel. Lebt doch, alles gut. Hat geklappt. Muss ich erstmal was essen hier. Der wurde kompetent versorgt. So, komm. Alter! Geil, also. Ich hole mir gerade den Kokosnuss aus der Kiste und in dem Moment werde ich getötet. Wo ist der Was ist denn meine Lust heute? Ist jetzt ganz weg? Oh, wie hat ein Zitat vermerkt. Bin ich gespannt.
Da waren da jetzt einige Vorlagen. Jetzt einmal hier gegen schlagen. Ne, schießen. Wo die blaue Muschel ist. Wie ist das, wenn ich jetzt auf dem. Auf dem Fährmann. Ne, probier's mal bei der. Probier mal bei der. Hier. Probier mal bei der hier. Probier mal bei der Statue. Ja, nicht drauf schießen. Sondern? Schießen. Ja, gucken, was da steht. Wo bin ich denn jetzt? Ja, muss schon zum Ding gehen. Hä? Ich bin gefangen. Und warum sitzt er auf meinem Thron? Ich verstehe das mit dem Schlafzimmer gar nicht. Da wurde nie irgendwas. Ah, jetzt. Drin. Jetzt bin ich hier genau hingeportet worden. Ja, ich bin hinter dir. Ja, wo seid ihr denn? Keine Ahnung. Warum seid ihr da? Das überlegen die alle, wo die gerade sind. Ja, sind, los, komm. Wir sind irgendwo gespawnt. Ja. Ja. Biele, 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 komm. Bitte mal hier sitzen, meine Fresse. Ja, nö, wir gehen jetzt weiter. Oh, guck mal, Maverick, hier geht's runter. Ja, wartet, bevor ihr zu weit geht hier. Ja, kommen wir auf euch zu? Nein, noch nicht raus. Eigentlich wollte ich zu euch. Ja, nee, hier müssen wir kaputt machen. Draufschießen. Statue. Das habt ihr noch das Beste verpasst. Mr. Gibbs. Ah, Mr. Gibbs, cool. So, jetzt kommst du eigentlich durch, Michel. Ja, Maeve, jetzt bist du zu weit. Bist du zu weit? Ja, weil hier noch was zu tun gibt, aber. Da ist er. Mau. Ich gebe uns denn sowas, Alter. Gibt's mich, der geht sowas? So sad. There were words too. Es wird die Zerstörung im Schlafzimmer, lass mich mal reden. It's all fading away. Me, I just as soon as not remember. Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst. After we were captured by the skin. Ich denk mal einfach meinen Teil. Joshimi Gibbs, that's your son. First mate. Joshimi, ja, genau. Joshimi Gibbs. The Dutchman. She finally overtook us, and we were dragged down right along with her. But then, as you're in possession of Jack's compass, I'd wager you've already seen the fate of the pearl. As to her captain, since you're here, might I surmise that Jack's not quite as dead as we were led to believe? Well, yeah. Got himself into a whole new world of trouble, I'll be bound. Können wir mal drüber reden? Was der Typ da hinten für eine riesengroße Nase hat? Absolut, Alter. Ich hab's auch gerade gedacht. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Du weißt ja, an der Nase eines Mannes erkennt man den Johannes, ne? Alter, ist das Michael Kessler? So seine Nase so Johannes, genau. Also im direkten Vergleich mit ihr. Alter Schwede. Oh, I think the pirates in these parts have expanded on the code, as it were. Keine Ahnung, was die geraucht haben, aber ist auf jeden Fall etwas größer, seine Nase. Oh, oh ja. Deine Nase ist auch nicht so klein, Maeve. Wow. Er sagt doch direkt Arschloch. Also, die Kartoffel? Doppel dreh ich mal um. Ja, die Kartoffel ist geil, die ist so abgeknickt. Aber, ja, aber, die geht noch. Aber Maverick hat einen ganz schönen Erker im Gesicht hier. Ja. Kommst du aus Rüden-Nasenhausen? Genau. Rüden-Nasenhausen, was? Rüden-Nase. Bist da rein? Rüden-Nasend. Rüden-Nasend. Nasi Goreng. Warst du auf dem Gymnasium? Guck mal, die laufen weg. Er rutscht aus. Oh Gott. Idiot. Warte, er ist auf der Nase rausgekommen. Was ist seine Nase gestolpert? Oh. So, weiter. Oh, jetzt wollte ich gerade vapen. Wait. Hier wird nicht gewappt. Ich bin nikotinsüchtig. Ja, genau. So. Und jetzt wird nach oben geschwommen. Ah, gut. Einfach nach oben. Das kann ich mit einer Hand. Kann ich ja dabei vapen. Vaporisieren. Und passt auf, dass ihr nicht zu high haben werdet. Huhaha.
Oh. Aber ohne Uhaha. Hi. Mal gucken, ob unser Schiff noch steht. Wenn also es entgegenkommt, dann nicht. Wenn eins steht bei dem kalten Wasser, dann ist es das Schiff. Na, man weiß nicht. Ja, vielleicht ist es auch verschollen gegangen. Tja. Möglich wär's. Oder es wurde versenkt. Oder bestohlen. Bestohlen? Bestohlen. Ey, geht Mann, wo ist mein Schiff? Warte mal. Bestohlen ist dann quasi, wenn man das Schiff ausraubt und gestohlen ist es, wenn es ganz weg ist, ne? Tja. Kommt immer darauf an, wie viel Bock die Räuber haben, ne? Entweder nur die Sachen oder kommen das ganze Schiff. Ja, das Einzige, was jetzt wir dabei müssen haben. Wir eine stundenlang hochschwimmen. Oh, macht nichts. Wir waren tief. Ist doch nur eine halbe Stunde. Ah, ich seh schon die Wellen. Ja, ich sehe schon die Spaß Wellen. Beiseite hier. Der Druckausgleich von der Tiefe da hoch ist doch auch ein bisschen, ne? Ja, wir platzen gleich die Augen. Ja, die Frage ist, wie weit sind wir vom Schiff entfernt? Weiß ich nicht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Was für ein Schiff? Ja, wir sind schon ein paar Kilometer entfernt, du. Ich seh's! Jo, cool. So, jetzt kann ich Anker hoch machen und abhauen. Nein, wie bist du da so schnell da hingekommen? Jetzt seh ich... Jungfrau, Mann. Blaubauspur. Jetzt seh ich ja auch die Wellen. Hast du eine Jungfrau geschnappt? Nee. Eine nicht mehr Jungfrau. Ja, das war jetzt Jungfrau, mehr. Mann. Mehr Jungfrau, Mann. Aber ohne Blaubauspur. Hä? Ich hab mein Schwert gezogen. Ja, aber du wieder aus der Welt ausgehüpft bist. Ich glaube, ich laufe auf dem Wasser. Ich bin der Messias. Jesus Maria. Aber echt. Dann teile es doch bitte. Da so. Fällt das Schiff wenigstens runter. Ich könnte ja auch das Wasser in Wein verwandeln, ne? Können wir einen trinken. Ja, da können wir auch gerne mal hinfahren, wo sich das Wasser in Wein verwandelt. Können wir machen. Wir sind kurz davor. Über das Anker gelichtet, ne? Ja. Aber ich komme nicht aus dem Wasser raus, weil hier kein... Wollen wir mal zum Weinwasser fahren? Die kommt auf jeden Fall, Maverick. Haben jetzt auch gedauert. Jo, ich hab Mische seine alte Es hat einfach jetzt eine Ewigkeit gedauert, bis die Meerjungweiber gekommen sind. Oh, Abstimmung. Wollen wir zum Weinwasser, oder? Die brauchen immer ein bisschen länger, Maverick. Können wir machen. Mir ist es egal. Aber ich sag gleich, wir werden untergehen. Oh, das klingt nicht gut. Warum? Danach fahren wir nochmal zum Außenposten und wenn ihr wollt, können wir noch den dritten Teil machen. So, absaufen. Das wirst du gleich sehen. So, hängen wir noch den dritten Teil ran, oder? Von mir aus können wir machen, ja, ist noch früh. Ja, dann fahren wir jetzt noch zum Weinwasser und dann... Aha. Auf zum Weinwasser! Warte, nee. Maggie. Maggie? Was Maggie. Für ein Wasser? Maggie ist lecker. Die Mini-Forelle. Maggie, du darfst bye bye. Nicht sterben. Wir How dare you? Da will jemand streicheln? Du wirst drauf schießen, ne? Nö, wir fahren jetzt eh ins Weinwasser. Also. Wieder hoch, da sehe ich wenigstens bye, was. Bye. Ist das nicht Rosalinde? Die Freundin von Maggie. Das ist Helmut Kohl auf schlechten Kohl. Helmut Schmidt ohne Kohl. So, wir nähern uns langsam der toten Zone. Kann man die fangen mit der Harpune? Versuch's doch mal. Nee, ja, würde ich lassen. Ich bin gerade oben. Ansonsten gehen wir unter. Nimmt der uns mit? So, ja? Das mit Toffel am Bug. Dann gehe ich ja ins Heck. Vorsicht. Ja, Heck ist auch schön. Alles klar, mir. Bye, bye. Oh, geil. Krautsalat, Tzatziki und Rippe. Krautsalat. Ich will auch so eine Nachbarin, die kriegen. Ich will ich auch so eine Rippe haben, Alter. Ja. Kannst du die Rippe von Maggie nehmen? Rippchen. Kannst du dir eine Rippe abschneiden, nicht eine Scheibe? Na, aber das Fleisch von dem schmeckt gut.
Von dem Hai? Hi. Oh, was sagt die KD? Die KD sagt, die Munition ist leer, hier unerdeckt. Ja, also wir sind gleich beim Wein. Dann könnt ihr Wein trinken. Ihr wollt. Daneben! Alter, Otto von Bismarck hier, wo ist dein Hering hin? Mal ein passendes Lied dazu spielen. Los, Michel, du kennst dich mit Fischen aus. Ja, ich komme gerade runter. Schnipp dir den Hering. Fischer Hai, oder? Der Hai ist jetzt abgehauen. Hi. Ja. Sicher? Nicht mehr schießen. Der ist doch schon weg. Der ist ja nicht weg, du doof. Der ist ja ziemlich am Kreis. Ach, egal. Am Heck. Egal, lass er zuschnappen. Steuerbord. Egal. Gib ihm Zeichen. Ein weißbarer Kapuziner. Miau. Da, ich habe ein Loch in die Flosse geschossen. Nein. Er ist verfehlt. Mit. Ja. Ah, muss die verziehen. Ich dachte, es wäre realistischer. So. Oh, ich hab auch gehabt. Ist doch schon längst drüber sein. Jupp. Es fängt gleich an. Hm? Ah, komm her, du Vieh. Die Harpspule geht einfach durch, was ist da los? Oh oh. Oh, hat die Richtung gewechselt? Ja, weil... Weil angepisst. Ja, weil... Jetzt müsste es doch mal langsam losgehen hier. Wie kommst du auf die Namen von deinen Viechern? Jetzt mal ganz ehrlich. Keine Ahnung, Langeweile, warum? Finlandia? Ja. Ich hätte auch noch Wilhelm II. Unter Deck. Wo ist der erste hin? Du meinst, du willst uns deinen Willi unter Deck zeigen? Katzenbabys. Obwohl ich hab ne Katze. Aber ist kein Baby mehr. Hätte auch noch Zwiebax runter im Keller. Zwieback? Ja, Zwieback auch. Ja, Zwieback im Keller. Nein, ich werde da nicht hinlangen. Oh, weg ist er. Oh, er greift mal an! Der Base mal! Von wo? Der hat keinen Bock mehr gehabt. Abgetaucht, ja. Hier. Zu langweilig. Hier eine richtige Katze. Oh ja. Was, Fotze? Fresse? Halte Fresse. Aber warte mal, hab ich sie noch nicht umbekannt? Nee, die heißt Fresse. Geil. Ui! Hi mir. Es geht los! Lass dir schmecken. Oh ja. Schau mal. Oh oh. Da menstruiert jemand aber ganz gewaltig. Hätten wir uns rechts und links Schafe ans Schiff geklebt, dann hätten wir einen schönen Tampon. Ach, Katze kuscheln. Ja, ganz schön Katze kuscheln. Wir gehen kaputt. Meinst du? Ja, das ist der Sinn dahinter. Was, wegen Wein? Ja. Hier, trinkt aus! Das unter Deck, trinkt aus! Bedient euch! Ach da! Da ist kein Wein! So, ich geh jetzt auf den Mast und geh mit dem Schiff runter.
Wir gehen unter. Wir gehen gemeinsam unter. Ja, das Spiel. Wir sind wohl ein bisschen über die Grenze hinaus. Oh! Wieso bekommt er große Naht und. Meh. Ja. Oh. Ich hätte gerne ein Riebchen. Daraus mache ich mir eine Frau. Hat ja schon mal geklappt. Das ist ganz schön rippenlos. Ey, die Katze brummt. Mhm. Ja, lass den Brummer brummen, ne? Die Katze brummt. Hast du die Muschi gestreichelt? Ja, den Kopf. Ja, aber die Katze. Katze. Da. Oh, Alter. So, kommt mal hoch, wir fahren beide. Keine Zeit verschwinden, du. Oh ja, es schnurrt. Warte, es brummt. So, mal gucken, ob das ein Katzenhai ist. Die Muschi brummt. Ist es normal? Oh, das sind Haie. Hai haben, oha. Oh, aber einige. Ich wurde geopfert. Ihr könnt die Katze haben. Lasst mich gehen, dafür kriegt ihr die Katze. Oh, ich hab's geschafft. Ja, nee, wir fahren jetzt los. Die Katze, Katze hat's auch geschafft. Ich bin schon oben. Ach. Diese Glocken rechts rein. Kann ich die auch hochheben, wie bei König der Löwen? Du kannst die auch über Bord werfen, wie bei König der Löwen. What's you want, Mama? Mama nicht. Mama nicht, genau. Mama nicht. Nicht? Nicht? Vergiss es. Can you feel the love tonight? Zum Glück kannst du nicht singen, sonst hätten wir jetzt eine Urheberrechtsbeschwerde. Wobei die Zahl noch drauf ist, meinen Hund zu füttern. Was wollen wir füttern? Ich habe vergessen, meinen Hund zu füttern. Oh, geil. Ist wohl ein bisschen über dem Verfallsdatum. Der Junta. Ach, Junta. Ich glaube, der Ramschi war nicht mehr drauf. Ich sag mal die Körper. Wir fahren ein bisschen falsch. Oh, nur ein bisschen. Man kann es ja als Cover abstempeln, deswegen wäre es dann keine Urheberrechtsverletzung. Er muss ja, die Lizenz kaufen, ja? Für 5 Euro. Ah, schade. Willst du angeln? Ich wollte am Fels driften. Hat nicht geklappt. Da musst du näher ran. Ja. Sag das mit Steuermann. Der verdirbt mir jeden Spaß. Ist mein Schiff. Mische, ich will weg. Ich 100.000 zusammen und kauf dir mal eine Galli dann. Ui. Was für ein TÜV? Ach, der Hund. Ja, nee, das Schiff hat keinen TÜV. Der Hund ist wieder da. Der Junta. Hab ich selbst zusammengesetzt. Sau. Oh, nee. Komm, wir machen Tontauben schießen. Ach, ey, wenn du. Oh, warte, ich muss nur Munition holen. Wenn du zusammengepflastert hast, okay. Dann. Ach, kann ich hier? Nee, hat mich nur 500k gekostet, das selbst zusammenzubauen. Ist denn der Knochen jetzt hingeflogen? Habe ich für 500.000 bei Ikea geholt. Ja, dann haben 2 Schrauben gefehlt. Ja, genau. Ja, die 2 Schrauben waren für die Glocken. Ah, hier, Munition. Glocken. So, hallo? Warte, ich komm hoch, wir können Tontauben schießen machen. Ja, hier ist eine. Und oben ist eine. Halt, bin ich. Ich hab die provisorisch rangehängt. Jetzt mal aufhören, meinen Hund rauszuschießen. Hallo, Camilo. Weil alles erzählt nicht reich. Wir machen Tontauben schießen. Ja, Millionär, was noch. Nee, warte, wir machen das. Ich geh hoch auf den Mast. Da treffe ich wahrscheinlich besser. Ich gehe zu Elon. Aber nach dem Mastessen. Ja. Oh, ja, Toffel, du hast eine Rippe gekriegt. Eine Rippe gekriegt? Ja, von mir. Sehr eigentlich Rippe. Rippchen mit Kraut. Mach schon mal das vordere Segel hoch, da vorne. Jawohl. Bevor ich die Page auspacke. Oh oh. Lass ihn drin. Ich spiele mir Farming Simulator 18 noch was. Was müssen wir farmen? Ein bisschen. Ist einer meiner Lieblingslandwirtschaftssimulatoren. Können wir hier anlanden? Mag ich nicht so. Was,
was Stimulatoren? Ja. Ein Stimulator. Und Anker gleich wieder hoch. Eigentlich müsstest du den Anker sehr schnell rauskriegen. Der ist nur so ein, kann ja gar nicht runtergefallen sein. Jetzt wo schießt er. Und bei der Größe müsstest du auch nur einmal anschubsen und der Anker wäre oben. Juhu! So. Aua! Junter, komm mit! Abwechseln. Ist auch dunkel hier, Alter, meine Fresse. Ja, ne? Hier wird nicht gedunkelt. Alter, Sharon, was gibt denn dir ab? Wer? Sharon, Alter! Wer? Die Kette ist ja der Wahnsinn. Welche Kette du? Die von Sharon. Sharon. Nicht Karen, sondern Sharon. Die rothaarige Sharon. Mit ihrem. Ja, die Sharon gerne. Mit ihrem möchte gern Mjölnir. Ja, gerne. Michel, die hat übrigens schon ein Boot gebaut, was du dir kaufen kannst. Das auf dem Tisch? Ja, das kleine Holzboot. Hey, kommt her. Für die Badewanne wird es reichen, wenn ich mich da drauf sitze. Einmal für den Schädel hier unten abstimmen.